Wo sind die beiden nur? Guten Morgen, Chef. Morgen ist gut, wir haben schon Nachmittag. Gibt es einen Plan? Gibt es einen Plan, Chef? Warum kommst du zu spät? Weil ich hatte ein Date eben noch mit meinem Freund. Dein Freund kann warten. Nein, er kann nicht warten, er hat eilig. Er muss nach Hause ganz dringend. Ja, und was mit unserem Plan hier? Wir waren doch eben schnell essen, bevor der nach Hause gefahren ist. Den Plan können wir jetzt machen, Chef. Okay, auf eure Verantwortung. Also, wir steigen hier ein, dann gehen wir so, so, so und so. Und über die gleiche Weise gehen wir wieder zurück. Verstanden? Ja, Chef! Also, verpisst euch von hier! Schatz ist weg. Ja, gestern, ne? Da war wieder der Trump im Elberfelder Rathaus. Er hat mal wieder zu viele Möhren gegessen. Deswegen sah der auch wieder aus wie so eine Möhre im Gesicht. Ja, auf jeden Fall durfte ich dir gestern noch eine reinhauen. Was will der überhaupt hier? Der soll lieber in seinem verkackten Amerika bleiben. Scheiße. Was machen wir jetzt? Wir rufen die Detektive an. Ja, Nico von den vier Detektiven hier. Hallo. Ja, hier, Mönch auch in Pauluskirche. Wir sind bestohlen worden. Amulett? Okay, bis gleich. Tschüss. So, wir haben jetzt einen neuen Fall. Aber ich darf mal aufessen. Nee, darfst du nicht. Guten Tag, wir sind die vier Detektive. Was ist passiert? Wir sind bestohlen worden. Dabei können wir euch auf jeden Fall helfen. Aber dazu kommen wir Informationen. Das ist ein Amulett, ein sehr wertvolles. Na, können wir schon mal reingehen.
So, wir nehmen jetzt die Spuren auf. Du, Anastasia, gehst daher. Du, Nelly, guckst nach Spuren an der Tür. Und du, Luke, du riechst an den Stühlen und gehst daher. Interessant, interessant. Fingerabdrücke. Zu spät. Weil ich hatte das allerletzte Date mit meinem Freund gehabt. Und so eine Flasche wie dich kann ich nicht gebrauchen. Verpiss dich! Was machen wir jetzt mit ihr? Och, da lässt sich so einiges einfallen. Wir könnten ihr zum Beispiel die Nase abschneiden oder das linke Ohr oder das rechte Ohr oder ihr die Haare abschneiden mit dem Rasenmäher oder ihren linken kleinen Zeh abschneiden. Du bleibst schön da sitzen. Okay? Hol dich jetzt hier raus. So, gleich bist du wieder frei. So, wir haben die Gangster überwältigt. Und hiermit bringen wir denen das Amulett wieder zurück. Nelly, leg bitte das Amulett wieder in die Kiste. Jungs und Mädels, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben den Fall mal wieder gelöst und die Gangster in die Flucht geschlagen. Und darauf stoßen wir jetzt an. Auf die Wuptails!